Und wir können auch besser messen, was die Ärztinnen, Ärzte für eine Wirkung haben auf jemanden, indem man nach 6 bis 12 Monaten nochmal nachschaut. Das ist das ganze Thema Value-Based Healthcare. Wie gut geht es denen denn wirklich? Und danach dann auch nochmal Therapien anpassen, anstatt immer nur zu sagen, ja, wir müssen mehr operieren, ne, wir brauchen Mindestfallzahlen. Stattdessen können wir auch sagen, wir brauchen Mindestoutcomes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Die Zeit ist reif für Innovationen, die uns wieder mehr Menschlichkeit bringen. Das sagt mein heutiger Interviewgast im neuen Business Talk Podcast, Dr. Med Sven Jungmann. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute wieder eine Ausgabe, wo wir Dinge miteinander vereinen können, nämlich auf der einen Seite eine Erfolgsgeschichte, auf der anderen Seite aber auch einen Bereich aus dem Digital Health und natürlich auch etwas, wo wir einen Arzt wieder erleben auf seiner Reise zu einer anderen Gesundheitspolitik beziehungsweise zu einer anderen Form der Patientenbetreuung. Denn er sagt, dass das Thema innovative Technologien viel mehr Menschen zu einem erfüllten Leben helfen kann als durch reine Arbeit am Patienten. Sven Jungmann ist ein sehr, sehr agiler, sehr, sehr bewegender und vor allen Dingen sehr, sehr charismatischer Mensch. Er hat selber als Arzt seine Karriere gestartet, hat aber dann gemerkt, dass ihm die Arbeit im Krankenhaus nicht ausreicht. Und er möchte gerne viel mehr bewegen. Der heutige Podcast, den ich mit ihm aufgenommen habe, ist, ja, zeigt mal wieder, in welche Richtung eine moderne Medizin gehen kann und welche Möglichkeiten sich auch für den Arzt und Mediziner ergeben. Kurze Vorstellung, wobei das gar nicht geht, weil er hat so viel gemacht. Er ist Buchautor, er bildet gleichzeitig aus, er ist Startup-Gründer, er hilft jungen Startup-Unternehmen dabei, sich zu entwickeln. Er ist gleichzeitig immer noch aktiv in der Weiterbildung. Also er ist neben dem Thema, das er selber ausbildet, eben auch in der eigenen Ausbildung oder fügt immer neue Kenntnisse hinzu, ist international tätig, ist als Speaker unterwegs, spricht nicht nur in Deutsch, sondern auch auf Englisch. Also er ist international wirklich auch sehr gefragter junger Mann, der uns in dem Business Talk Podcast seinen Weg beschreibt, aber eben auch eine neue Richtung für die Medizin. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Dr. Sven Jungmann. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich heute Herrn Dr. Sven Jungmann im Podcast habe. Erstmal herzlich willkommen, Herr Jungmann. Wo sitzen Sie gerade? Vielen Dank. Ich bin hier gerade in Mitte, in Berlin. Ah, okay. Aus der Hauptstadt sozusagen live zugeschaltet, ja. Ja, wir steigen mal einfach ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Sven Jungmann? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Also eigentlich Arzt, sage ich mal ganz gerne, bin aber jetzt schon ein paar Jahre weg von der Bettkante und beschäftige mich jetzt primär mit Digitalisierungsthemen. War eine Zeit lang bei Helios in einer digitalen Ausgründung, Smart Helios heutzutage Coralie genannt, Neudeutsch als Chief Medical Officer. Und was ich jetzt mache mit Founders Lane zusammen vor allem, ist, wir gehen zusammen mit großen Unternehmen wie Gotha zum Beispiel und bauen neue digitale Startups im Gesundheitsbereich auf. Dann habe ich noch ein paar Nebenfunktionen, Beirat von einem Startup aus München, mache gerade so ein Startup, das quasi Gamifizierung in den Gesundheitsbereich bringen will. Ja, ich hab Sie ja schon vorgestellt, ja, ich habe Sie schon vorgestellt, ja, auch in der offiziellen Vorstellungsrunde. Und da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Also man selber hat das ja gar nicht so auf dem Schirm oft, was man alles so gemacht hat. Sie sind gleichzeitig auch noch Buchautor. Sie haben jetzt gerade noch ein Kartenspiel entwickelt. Da kommen wir ja noch drauf im Laufe des Gesprächs. Dann gibt es eben, Sie haben das gerade so gesagt, da noch ein Startup, da noch eine Gründung. Also es ist ja sehr viel. Sie bilden sich selber immer weiter, sind als Speaker unterwegs und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch englischsprachig oder vielleicht sogar noch in anderen Sprachen. Ich weiß es gar nicht so genau. Beratend auch noch. Da fragt man sich ja immer, A, wo kommt das her und B, wie funktioniert das? Also wo kommt die Energie her und auf der anderen Seite, wie gleicht man das auch aus?
Haben Sie da für sich eine Antwort gefunden? Oh wow, die Frage habe ich so noch gar nicht bekommen. Also wo kommt's her? Ich war sehr frustriert mit dem Alltag in der Klinik und bin dann schweren Herzens auch gegangen. Ich glaube, die Mediziner, die jetzt zuhören, werden das bestimmt kennen, dass man einfach diese Patientenversorgung sehr liebt. Und habe mir selbst versprochen, dass wenn ich gehe, muss ich was machen, was wirklich rechtfertigt. Und ich glaube, da kommt auch immer wieder der Antrieb her. Und mit rechtfertigen meine ich auch im Sinne von, dass es Patienten und Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften auch besser geht in der Arbeit. Das Ganze klappt nur, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die absolut getrieben sind von dem, was sie machen, mit viel Passion dran sind, wenn es Spaß macht. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, mit wem man sich zusammentut. Und idealerweise sind es Leute, die ganz andere Kompetenzen mitbringen. Und dann klappt das auch super gut. Es gibt offen gesprochen auch mal die Momente, wo plötzlich ganz viele Deadlines von den verschiedenen Sachen gleichzeitig eintreffen. Dann ist es mal 2, 3, 4 Wochen sehr unangenehm, aber im Großen und Ganzen kommt das immer in Wellen und dann balanciert sich das ganz gut. Schaffen Sie einen Ausgleich? Also gibt es irgendwas auf der anderen Seite, wo Sie sagen, da habe ich besonders viel Ruhe, da nehme ich mir die Zeit für Sport, Familie, Meditation, Wandern, weiß ich nicht, irgendwas? Jeden Morgen CrossFit von 7 bis 8. Jetzt gerade geht es nicht, weil alles gesperrt ist. Jetzt habe ich ein Rudergerät und mache das zu Hause als Ersatz. Dann habe ich den 6-Minute-Diary. Das ist ein Tagebuch, wo man quasi jeden Morgen und abends nochmal 3 Minuten investiert und einfach ein paar positive Reflexionen nochmal reinbringt. Das hilft einem, das mit dem Tag bewusster zu leben. Und was ich auch sehr genieße, ist jetzt zunehmend Spaziergänge zu machen. Ganz viele Meetings sind virtuell und ob man die jetzt am Schreibtisch macht oder dabei durch den Tiergarten spaziert, ist eigentlich egal. Ne? Und da klappt es ganz gut. Aber ich ziehe auch viel Kraft aus den Dingen, die ich mache, weil ich jedes Mal mit spannenden Leuten zusammenarbeite. Ne? Mit Machine Learning Engineers oder Designer, die eine ganz andere Perspektive auf Sachen reinbringen. Ja, das finde ich wichtig, dass Sie das auch nochmal sagen. Also auf der einen Seite sich schon Zeit zu nehmen für sich selbst, ne? Also selbst wenn es nur diese 3 Minuten morgens und abends nimmt, ist übrigens sehr, sehr schön, weil das nochmal so ein bisschen die Ruhe einläutet oder auch reflektiert. Aber auf der anderen Seite sich auch mit Menschen zu umgeben. Ich habe es mir aufgeschrieben, die auch eine Leidenschaft haben für das, was sie tun und die einem dann viel Energie mitgeben auf diesem Weg. Ne? Denn also ich erlebe das bei mir auch selber. Gibt es oft so Tage, da denke ich, jetzt muss ich schon ins Bett oder irgendwie muss ich auch mal schlafen. Aber trotzdem möchte man eigentlich gerne auch noch weitermachen, weil man aus diesen Dingen viel Energie holt, die man da. Geht Ihnen das ähnlich? Total. Ja. Also meistens vergesse ich dann so ein bisschen die Zeit abends noch und dann ist es auf einmal 1 Uhr. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber ich nehme mir dann auch mal raus, mittags noch mal ein kleines Nickerchen zu halten. Und habe mich da auf 17 Minuten eingependelt als ideale Zeit. Das klappt ziemlich gut. Und so geht es dann auch ganz gut. Ja, also haben wir noch ein paar schöne Biohacks mitbekommen jetzt hier Ja, für jene, für all diejenigen, die jetzt nochmal zwischendurch überlegen, wie kann ich noch ein bisschen Energie tanken. Jetzt ist es ja so, dass der Weg in die Medizin für einige vorgegeben ist, weil vielleicht die Familie medizinisch geprägt ist, Vater, Mutter, Onkel, Tante, wie auch immer. Wie ist Ihr Weg gestartet in der Medizin? Warum sind Sie zur Medizin gekommen und wie? okay, die ehrliche Antwort ist, ich wollte eigentlich nicht studieren, also gar nicht studieren. Ich dachte damals, ich gehe zur Bundeswehr und wollte dann Blauhelm werden und sowas. Hab das auch angefangen, aber dann auch gemerkt, nee, das war doch jetzt nicht die richtige Entscheidung. Und das nächstbeste, wo ich dachte, man hat da direkt einen guten Impact für Menschen, ist einfach Medizin. Das ist ja das Offensichtliche, ne? Man ist da direkt an den Patienten und sieht auch, was man macht. Fand das auch gut, aber habe dann gemerkt, boah, eigentlich, wie viele Menschen kann man pro Tag helfen, ist doch relativ beschränkt, auch wenn man es für sich merkt, wie viel Impact man hat, auf der 1-zu-1-Ebene. Aber zum Beispiel ein Freund von mir hat parallel ein neues Gegengift gegen Schlangengifte entwickelt, das günstiger ist, länger hält und eigentlich auf allen Dimensionen besser ist, keine anaphylaktischen Reaktionen auslöst. Ich dachte mir so, okay, eigentlich kann der ab jetzt nur noch segeln gehen und er wird immer noch mehr Menschen helfen, als ich jemals könnte, egal wie viel ich arbeite. Und da war ich dann plötzlich fasziniert davon, was man mit Technologien alles bewirken kann, was man als Einzelner nicht machen kann. Und da, trotzdem ist es wichtig, dass Ärzte an der Front sind und das alles machen. Aber mein Weg ging dann eher dann doch nochmal in eine andere Richtung. Und jetzt haben Sie ja für sich das Thema Digitalisierung, ich will nicht sagen entdeckt, aber rausgesucht als Mittel der Wahl, genau um das einzusetzen. Ich habe in einem Ihrer Biografien oder Lebensläufe oder Informationen, die man ja im Netz vielschichtig von Ihnen bekommen kann, gesehen, dass oder gelesen, ich muss das mal vorlesen,
Seine Energie für all diese Themen zieht Dr. Jungmann aus der befriedigenden Erkenntnis, dass er über innovative Technologien mehr Menschen zu einem erfüllenden Leben verhelfen kann, als durch die reine Arbeit am Patienten, so wundervoll dieser auch ist. Das spiegelt ja genau das wider, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Also auf der einen Seite etwas suchen, also wenn wir nochmal das Schlangengift nehmen jetzt, dann ist ja Ihr Schlangengift letztendlich die Digitalisierung. Wäre das richtig? Ja, genau, ganz genau. Digitalisierung hat zwei Sachen, die ich sehr schätze. Und auch gerade Ärztinnen und Ärzte, da haben sie auch recht, machen sich Sorgen, dass Digitalisierung zu einer Entmenschlichung führt. Dass nachher nur noch der Computer da ist und man sieht die Patienten gar nicht mehr. Aber ich glaube, genau das Gegenteil können wir erreichen. Ich war hier in einer renommierten Notaufnahme oder Notaufnahme einer renommierten Klinik und hat dann in so einem 8-Stunden-, 9-Stunden-Dienst, war ich teilweise 2 Stunden damit beschäftigt, regelmäßig, mir irgendwelche Arztbriefe faxen zu lassen, weil die Patienten das nicht dabei hatten. Und dann musste ich mich da durchtelefonieren und ewig warten, bis eine Kollegin aus dem anderen Krankenhaus mir das faxen kann, damit ich dann manuell abtippe nachts um 11, während die Notaufnahme überquillt und die Patienten ständig fragen, ja, wann kommt denn hier endlich mal ein Doktor? Und dann dachte ich mir so, ich wäre ja gern bei Ihnen, aber in Wirklichkeit ist halt, wir haben so archaische Technologien hier, dass ich die ganze Sache manuell machen muss und keine Zeit habe, sie jetzt zu sehen, weil ich nicht mit den anderen abarbeiten kann. Und da dachte ich mir, okay, also ganz ehrlich, ich kann internationalen Urlaub buchen innerhalb von 2 Minuten, aber ich kann nicht rausfinden, was mein Patient vor 2 Wochen im anderen Krankenhaus hatte, ohne da eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit zu investieren. Das kann ja nicht sein. Das heißt, ich glaube, wir können sehr viele Dinge machen, um Ärzten und Ärztinnen die Dinge wegzunehmen, auf die sie keine Lust haben und die auch keinen echten Mehrwert schaffen. Mhm. Aber ich glaube, viel spannender ist eigentlich noch was anderes, weil wir können auch jetzt neue Dinge erfassen, die uns eine ganz andere Therapie ermöglichen. Wir können viel mehr Daten erfassen über die Menschen aus ihrem Alltag. Wir können viel schneller agieren, wenn jemand was hat. Das Fitbit ist jetzt in der Lage, teilweise zu erkennen, ob jemand ein hohes Risiko hat, gerade eine Covid-Infektion zu haben. Das hat riesige Implikationen, ne, wenn man Leute früher findet. Und wir können auch besser messen, was die Ärztinnen und Ärzte für eine Wirkung haben auf jemanden, indem man nach 6 bis 12 Monaten nochmal nachschaut. Das ist das ganze Thema Value-Based Healthcare. Mhm. Wie gut geht es denen denn wirklich? Und danach dann auch nochmal Therapien anpassen, anstatt immer nur zu sagen, ja, wir müssen mehr operieren, wir brauchen Mindestfallzahlen. Stattdessen können wir auch sagen, wir brauchen Mindestoutcomes und nicht nur Mindestoutput. Und deswegen glaube ich, dass es eben 2 große Effekte haben kann auf die Versorgung der Patienten. Auf jeden Fall, das ist ja ein richtig spannender Ansatz. Jetzt wäre für mich oder die Frage, die sich mir stellt in dem Zusammenhang, wäre dann, wie schaffen wir das denn, dass wir diese gesamten digitalen Prozesse oder auch diese digitalen Hilfsmittel, Tools, Devices, wie auch immer, zum Arzt beziehungsweise zum Mitarbeiter oder noch weiter zum Patienten bringen? Weil das größte Problem ist ja, dass alle immer sagen, ich habe so viel zu tun, das hindert mich ja jetzt eher an meiner Zeit. Mhm. Oder ist das wirklich sinnvoll, das einzusetzen? Ja. Also wir beide wissen das vielleicht, Sie vielleicht noch mehr als ich. Aber trotzdem ist ja immer die Frage, wie erreicht es die Mediziner in der Praxis und die Patienten und vielleicht als Schnittstelle eben auch die Mitarbeiter? Ja, spannend. Darüber habe ich meine Masterarbeit 2014 geschrieben mit der Europäischen Kommission, weil die nämlich immer gesagt haben, wir haben das Gefühl, die Leute, die nachher die Technologien benutzen sollen, werden viel zu wenig integriert in die Entwicklung. Und das stimmt leider auch heute noch. Zum einen gibt es da so ein Mantra, das ich sehr gefährlich finde unter den Entwicklern. Die sagen immer, wir müssen patientenzentriert sein. Wir wollen patientenzentrierte Medizin. Da sagt ja erstmal keiner nein. Das ist wie Apfelkuchen, Mutterschutz oder so. Das klingt erstmal alles gut. Aber das Problem ist, wenn wir was machen, was noch so patientenzentriert ist, aber dann den Ärztinnen und Ärzten nochmal 5 Minuten mehr Arbeit abverlangt pro Patient, ist es einfach nicht machbar. Und das heißt, wir müssen eigentlich nicht patientenzentriert sein, sondern menschenzentriert. Und wir müssen diese Interaktion zwischen den Ärztinnen, den Therapeutinnen, Pflegekräften und ihren Patientinnen stärker optimieren. Also es ist einfach, dieses Zwischenmenschliche muss optimiert werden, nicht nur eine Seite. Und da gibt es ein bisschen ein Problem. Also wenn ich oft auch an der Ärztekammer spreche oder so, dann höre ich von den Kolleginnen und Kollegen ganz oft die Beschwerde, ja, mit uns redet ja gar keiner. Keiner kommt zu uns und fragt uns mal, was wir eigentlich wollen. Und dann rede ich mit den Leuten aus der Startup-Szene und die sagen, ich kriege überhaupt gar keine Ärzte zu sprechen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich damit angehen soll. Und dann, also ich kenne welche, die haben sich bei Dr. Lipp Termine gebucht und gesagt, ich habe gar keine Krankheit, ich bin jetzt Selbstzahler, ich würde gerne mal meine Startup-Idee vorstellen. Was halten Sie davon? Das zeugt dann gemischte Reaktionen. Aber irgendwie müssen sie es schaffen. Und ich glaube, da können die Kollegen sich auch ein bisschen mehr öffnen und verfügbarer machen.
Und gemeinsam, glaube ich, schaffen wir das dann, sowas zu entwickeln, was auch wirklich dann angewandt wird und genutzt wird. Da ich das super spannend finde, dieses Thema, frage ich mal direkt, jetzt war das ja 2014, haben Sie gesagt, diese Masterarbeit, die Sie geschrieben haben, also war das Ergebnis das Thema Menschenzentrierung, weniger Patientenzentrierung? Und wenn ja, gab es vielleicht nochmal einen Hinweis, wie das funktionieren kann? Ja, also ja, spannend. Also wir haben uns verschiedene Dimensionen angeschaut. Das war quasi gedacht an Personen in der Politik, die nachher dann auch sich über Gesetze und Regulationen und sowas und Fördermittel und sowas Gedanken machen sollten. Und wir haben im Prinzip gesagt, naja, es gibt verschiedene Komponenten, aber eine Komponente, die wir auch hervorgehoben haben, ist zu sagen, es braucht natürlich auch ein bisschen andere Kompetenzen in der Ausbildung von Medizinern. Wir sind gar nicht darauf, ich habe ja auch null digitale Ausbildung gehabt in meinem Studium und musste stattdessen irgendwelches Acetyl-CoA dann in meinem Physikum eine Prüfung an die Tafel malen. Und habe bis heute noch nicht verstanden, was das für einen Mehrwert bringen sollte. Ne? Das heißt, ich glaube, da müssen wir definitiv nachholen auf der Kompetenzebene. Aber dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir schaffen bestimmte Gremien, wirklich so einen formellen Raum. Das kann auch von der Ärztekammer getrieben sein, wo man eben Möglichkeiten hat, in den Austausch zu gehen. Aber es kann nicht auch nur von den Individuen getrieben sein, sondern ich glaube, wir müssen da wirklich mehr machen auf Systemebene. Auch da haben Sie ja schon einen Ansatz entwickelt. Also, wenn wir jetzt gleich nochmal drauf kommen, was Sie ja eigentlich heute tun, also eben keine ärztliche Tätigkeit mehr, dann ist ja zum Beispiel, das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, einmal das Thema in die Ausbildung der Mediziner und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, mehr. Ja, einen klassischen Gamification-Faktor einzubringen. Also ich verstehe damit auch so ein bisschen Spaß, Belohnung und sich deshalb an neue Dinge heranzuwagen. Geht das in die richtige Richtung? Genau, also das ist witzigerweise jetzt mal etwas, das komplett offline startet. Also ich finde auch nicht, dass immer alles online sein muss oder digital sein muss. Wir haben uns, es ist ein bisschen ein anderes Thema als diese digitale Kompetenz, aber wir fanden auch, dass das Studium an sich oft sehr einsam ist. Man kreuzt dann irgendwelche Altfragen am Computer oder im Buch, sitzt da stundenlang. Kontakte hat man dann so über die Anatomie, wenn man zusammen am Prepptisch ist oder sowas. Es gibt auch mal ein paar Seminare, aber im Großen und Ganzen gab es auch mal eine Publikation aus Kanada, wo die sagten, Medizin gehört zu den einsamsten Professionen. Ja, ich glaube auch, wir sind schon relativ sozial, aber es gibt auch viele Momente der Einsamkeit. Und die Idee war, gleichzeitig Brettspiele haben sehr zugenommen, vor Covid, aber jetzt witzigerweise auch sehr stark. Können wir mal ein klassisches Kartenspiel machen, mit dem junge Ärztinnen oder Medizinerinnen einfach mal üben können? Und jetzt haben wir so ein Spiel, wo man quasi Begriffe erraten muss, wann darf man nicht benutzen. Es kommt in einer für Ärzte Humor angepassten Medikamentenschachtel statt einer normalen Box. Es gibt einen Beipackzettel und man hat keine Sanduhr, wenn die Zeit abgelaufen ist, sondern EKG-Timer, der dann irgendwann in eine Nulllinie übergeht. Deswegen heißt das Spiel auch Asystole. Das ist aber nur der Anfang. Also wir lassen das auch evaluieren zusammen mit einer Uni, ob das die Kommunikationsfähigkeit verbessert, ob das das Lernen verbessert und würden das auch gerne noch weiterentwickeln. Und irgendwann wird es dann auch eine digitale Lösung geben fürs Handy. Da sind wir schon am Konzipieren. Sehr schön. Ja, weil zweierlei Hinsicht sehr schön, weil es einmal natürlich die analoge und die digitale Welt irgendwie miteinander verbindet, finde ich das schon mal sehr cool. Und die zweite Sache natürlich, weil es jetzt tatsächlich von einer Seite an die medizinische Ausbildung herangeht, die auch wirklich Spaß vermitteln kann und sehen kann, wie kann das funktionieren. Jetzt darf ich fragen, mit welcher Uni machen Sie das? Weil Sie gesagt haben, wir sind mit Unis zusammen. Ja, Uni des Saarlandes, unsere Alma Mater. Ah, Wir okay. haben da mit dem Studiendekan gesprochen und jetzt eben nochmal eine E-Mail ausgetauscht. Da gibt es mehrere Ideen. Die würden da auch gerne Psychologen mit reinbringen. Und eine Freundin von mir ist an der Uni Witten-Herdecke, die auch noch angeboten hat, das begleiten. Sie ist Gynäkologin. Das werden wir jetzt demnächst nochmal angehen, dann mit Ja, den beiden. sehr schön. Sonst hätte ich den Kontakt jetzt hergestellt, weil ich finde es nämlich super. Auch Ich sehr glaube, gerne. das ist wirklich, eine tolle Möglichkeit. Und genau dahin beschäftigen wir uns ja auch mit unserer Business Doc Academy, also mal zu überlegen, wie kann man das reinbringen. Aber da können wir vielleicht hinterher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also Total was wir gerne. auf jeden Fall machen, wir machen mal die Verlinkung zu diesem Spiel, zu dem Unternehmen. Sagen Sie noch mal, wie heißt das Unternehmen, das Sie da gegründet haben? Also das Spiel heißt Asystole und das Ja. Unternehmen Lujo. Aber ich glaube, Okay. Asystole reicht, wenn man sich das Ja, genau. Machen wir merkt. mal eine Verlinkung auf jeden Fall, wenn jemand Lust hat, sich das schon mal vorab anzuschauen oder diese Idee dahinter, dann
kann er sich ja mal, gerne mal mit dieser Seite beschäftigen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das ist aber nicht das, was Sie eigentlich hauptamtlich, hauptberuflich tun. Sie arbeiten für einen Company Builder, wenn ich das so bezeichnen darf, Founders Lane. Sagen Sie doch mal, worum geht es dabei? Genau, also wir tun uns zusammen mit etablierten Firmen, um neue Startups zu bauen. Und der Grund dahinter ist, oder der Grund dafür ist, dass wir gerade in Industrien, die besonders komplex sind, zum Beispiel das Gesundheitswesen, wo man extrem viele Kenntnisse braucht im Detail, zu verstehen, wie tickt eigentlich die Gesundheitsversorgung, was sind da die Anreizstrukturen und so weiter. Aber auch Medizin ist ja unglaublich wissenschaftsbasiert heutzutage. Und das ist für die meisten Startups einfach super schwierig. Und dann kommt noch die ganze Regulatorik dazu und so weiter und so fort. Wenn wir dann mit einem Konzern zusammengehen, wie jetzt die Gotha Krankenversicherung oder vielleicht auch ein Medizinproduktehersteller, wie jetzt Siemens wäre so ein klassischer Kandidat, wenn es halt von hier ist, dann, oder auch ein Pharmakonzern, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, weil die ganz andere Kompetenzen schon haben in ihrem Team, weil die ganz anderen Zugang haben zum Markt und so weiter. Und so können wir uns zusammentun. Wir bringen das Digitale mit und die quasi das aus der klassischen Welt und zusammen können wir da tolle Synergien schaffen. Da bin ich Chief Medical Officer, Neudeutsch, ich weiß nicht, Arzt der Direktor, wie man das dann nennen möchte, und verantworte so genau diese Brücke zwischen der klassischen evidenzbasierten Medizin und dieser menschenzentrierten, agilen Softwareentwicklung. Zusammen mit Hardware-Softwareentwicklern, mit Business-Experten und zunehmend auch mit Medizinern. Ich habe gerade eine Ärztin aus Litauen jetzt mit an Bord, die sich schon lange für diese Themen auch interessiert, vorher im Management auch gearbeitet hat von der Klinikkette. Und jetzt geht es immer mehr darum, auch natürlich mehr Mediziner und Medizinerinnen auszubilden, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil das nochmal ganz andere Anforderungen hat, viele Dinge anders sind, als man das so aus der klassischen Medizinersozialisierung kennt. Ohne da jetzt groß Werbung machen zu wollen für einen privaten Versicherer, aber nehmen wir jetzt mal die Gotha als Beispiel. Wir sind ja hier vollkommen frei, wir können ja hier machen, was wir wollen, das ist das Schöne daran. Nehmen wir mal die Gotha die haben also ein Projekt, die möchten ein Projekt mit Ihnen entwickeln und sagen, das wollen wir aber nicht unternehmensintern tun, sondern was weiß ich, wir haben einen Inkubator gegründet und jetzt die würden Sie dann unterstützen. Gibt es etwas, was Sie ein bisschen beschreiben können, jetzt vielleicht nicht Ja, unbedingt, klar. ne? Also man kann auch auf www.alley.de gehen, alley.de, und sieht da relativ genau, was die machen. Im Prinzip geht es darum, Patienten einen digitalen Companion an die Hand zu geben, der die Vor- und Nachbereitung optimiert, aber auch die Patienten während der na, Behandlung begleitet. Und aktuell sind wir da im Bereich Hüfte und Kniearthrose. Und insbesondere bei Patienten, die sich für eine Operation entschieden haben. Und die bekommen dann quasi schon vorher gesagt, pass mal auf, du hast hohe Risikofaktoren für eine MRSA-Kolonisation, bitte denk nochmal dran, dass man vorher mal nochmal einen Abstrich macht. Oder du bist erhöht sturzgefährdet aufgrund der Angaben, die wir über dich haben. Die und die Übungen sind sinnvoll. So solltest du deine Wohnung einrichten und so steigst du aus dem Auto aus nach einer Hüft-Tab, um das sicher zu machen. Die Idee ist damit, also einmal Patienten so weit zu bilden, dass sie besser mitentscheiden können, dass sie besser informiert sind, versus ich war auf Dr. Google und habe 1000 Sachen mir angeguckt, wovon die meisten wieder falsch sind. Dass wirklich personalisierte Informationen ausspielt. Alles, was für mich nicht relevant ist, kommt weg. Wenn ich keinen Diabetes habe, muss ich nicht wissen, was ich beim Diabetes beachten muss. Wenn doch, ist es super, wenn alles dasteht. Und für die Behandelnden, für das Behandlungsteam quasi sehr detaillierte Informationen über die Patienten. Und zwar nicht nur die klassischen Sachen, die man so hat, sondern auch mehr so subjektive Dinge noch dazu, Therapiewünsche und hinten raus auch noch mal eine Auswertung, wie gut geht es den Menschen nachher, nach standardisierten Datensätzen, die international anerkannt sind. Also ist das so ein bisschen das Thema Arzt in der Hosentasche auch für die Zukunft? Also zumindest, Sie haben es gerade gesagt, Dr. Google, also ungefiltert irgendwelche Informationen, die jetzt nicht spezifisch sind, aus dem Netz zu bekommen, die nicht für mich geeignet sind, sondern tatsächlich da Ja. aufgrund der Daten, die vielleicht, nehmen wir jetzt nochmal einen Versicherer hat oder eine Krankenkasse hat oder wer auch immer gesammelt hat, wirklich prophylaktisch, vorsorglich, präventiv zu arbeiten und den Patienten im Grunde damit zu lenken und zu leiten und damit vielleicht auch die Krankheitsrate zu reduzieren. Ja, genau. Und Komplikationsrate etc. Und aber auch hier wieder ist mir wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, jetzt, also Arzt in der Tasche klingt oft so wie der echte Arzt ist dann auch weggesteckt sozusagen, sondern wir haben das entwickelt zusammen mit renommierten Ärzten aus der Charité, von Asklepios etc. Sogar aus Oxford haben wir noch Leute mit ins Advisory Board geholt und der Chief Medical Scientist von Microsoft ist mit im Beirat.
auch selbst noch Mediziner, hat lange in England gearbeitet. Und es geht explizit darum, die Ärzte eher zu augmentieren. Und die Dinge, wo wir auch irgendwann sagen, okay, das habe ich jetzt, erzähle ich jeden Tag 1000 Mal den Leuten, ist immer dasselbe, dass man das vielleicht auch ein Stück weit schon mal vorwegnimmt und man sich dann eher fokussieren kann im Gespräch mit den Patienten auf individuelle Themen und weniger auf das Allgemeinwissen, was idealerweise Patienten schon gefallen hat. Wäre das denn dann so ein bisschen die Tendenz, dass zum Beispiel Versicherer oder auch Krankenkassen in Zukunft dazu übergehen, eigene Mediziner zu beschäftigen, die dann auch Diagnosen stellen können, die in Kombination mit solchen digitalen Tools arbeiten können? Oder gilt das dann für jeden oder hauptsächlich für den Menschen? Weil wir haben ja gerade gesagt, es ist nicht patientenzentriert, es ist menschenzentriert, ne? Also jetzt, ohne jetzt für einen speziellen Versicherer zu Genau, naja, sprechen, genau. eine Klar. Tendenz, die wir insgesamt beobachten, ist, die sagen, das Motto ist ein bisschen from payer to player. Also denen geht das natürlich auch auf die Nerven, dass die für viele Dinge bezahlen, wo man sich nachher fragt, okay, war das jetzt so sinnvoll, Patienten irgendwie monatelang, jahrelang in irgendeiner Behandlungsschleife zu halten, wenn eigentlich eine andere Therapie längst schon indiziert gewesen wäre und sowas. Dass sie da mehr mitwirken wollen, das schon. Inwieweit sie das dürfen, ist halt immer rechtlich auch sehr eingeschränkt bei denen. Und was ich durchaus auch sehe, ist, also ich glaube, keiner, mit dem ich gesprochen habe, denkt, dass sie direkt frontal gegen die Ärzte vorgehen können. Das ist nicht, im Gegenteil, die sagen, wenn wir was machen wollen, dann muss das ein Ökosystem sein und das muss auch den Ärzten gefallen, die jetzt schon mit drin arbeiten. Die haben auch eine Berechtigung. Und also ich glaube, also ich habe da also wirklich noch nicht erlebt, dass einer denkt, wir ersetzen jetzt irgendwas, was jetzt da schon besteht. Ich glaube, das ist Glauben aber sie auch ein nicht ganz daran. wichtiger Punkt, ne? Das auch allen deutlich zu machen. Ich kann also auch immer, egal mit wem ich rede, es ist tatsächlich immer wieder so, dass zwar eine Sorge irgendwo da ist, aber keiner will es ja letztendlich. Keiner möchte den Mediziner ersetzen, sondern es geht im Grunde um eine Ergänzung und vor allen Dingen ja auch um eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Medizin heute ja tatsächlich immer noch sehr viel Versuch und Irrtum ist, noch spezifischer zu werden und damit natürlich die Krankheits- oder die Heilungsrate, die Genesungsrate zu verbessern und nochmal in Richtung hin zu einer präventiven Medizin. Würden Sie das auch so sehen? Ja, genau. Also vielleicht dazu ergänzend auch noch. Also keine Maschine der Welt, egal wie intelligent oder was auch immer, hat die Chance, an die gleichen Daten ranzukommen wie ein Mensch. Wie oft habe ich Patienten gefragt, und rauchen Sie? Und dann sagen die, nee. Und dann schnupper ich einmal kurz an den mitgebrachten Unterlagen und habe dann so 15 Pack hier es inhaliert. Ne? Wie soll das denn so eine Maschine rauskriegen? Oder ein Patient sagt zu mir, es ist alles super, ist alles super. Ich gehe raus, merke schon irgendwie die Ehefrau, die nebendran steht, die springt im Viereck, kommt dann raus und sagt so, Herr Doktor, ich muss mal mit Ihnen sprechen. Überhaupt nichts ist super. Der schreit nachts, der liegt den ganzen Tag im Bett und was weiß ich was. Ne? Wie soll eine Maschine an so eine Information rankommen? Dieses ganze Zwischenmenschliche da, das funktioniert, das klappt einfach nicht. Ne? Das andere Thema hin zu Prävention, definitiv. Prävention ist extrem schwierig zu machen, weil das sehr viel Verhaltensänderung erfordert und weil das mit diesem punktuellen Interventionskonzept, was wir momentan haben, wir haben eigentlich so ein Archipel. Ne? Da gibt es mal eine Praxis, dann geht man mal dahin, dann ist man mal im Krankenhaus und dazwischen passiert gar nichts. Und Prävention passiert im Alltag. Und es gibt diesen Begriff Social Determinants of Health, also die sozialen Determinanten unserer Gesundheit, wo man jetzt herausgefunden hat, dass wahrscheinlich eher bis zu 70% unserer Gesundheitsoutcomes über die Lebenszeit gesehen eben nicht durch die Krankenhäuser und durch die Ärzte, Ärztinnen definiert sind, also durch das Gesundheitssystem, sondern durch alles andere. Durch unsere Bildung, durch die Qualität unserer Freundschaften, durch unseren Beruf, durch die Umwelt, etc., etc., die Ernährung, Lifestyle. Und das sind Dinge, die extrem schwer in dem aktuellen System zu hebeln sind. Das heißt, wir verlieren 70% mehr oder weniger der Opportunitäten, wirklich was zu verbessern für die Gesundheit. Und da sehe ich Digitalisierung als eine großartige Lösung, weil die Kosten, nochmal eine weitere Person zu erreichen, extrem niedrig sind. Und man da auch immer besser wird mit Nudging, mit Verhaltensänderungen, mit Visualisierung, Gamification auch wieder. Allein was die Apple Watch heute alles kann, ist ein riesiger Schritt hin zu besserer Prävention. Die erkennt ja relativ schnell, ob man eine Herzrhythmusstörung hat.
selbst wenn man zu Hause ist und keinen Arztkontakt hat. Genau, kann ich bestätigen. Deshalb habe ich die auch immer um. Wenn man über 50 ist, ist das gar nicht so schlecht. Jetzt fällt mir natürlich in dem Zusammenhang immer sofort die Frage ein. Sie haben das gerade gesagt, Umfeld ist wichtig, über 70%, finde ich super spannend, dass eben andere Faktoren als die reine Arzt-Patienten-Beziehung auf die Gesundheit einwirkt. Wie sehen Sie denn dann die Rolle von Social Media in dem Segment? Weil das nimmt ja auch jetzt gerade bei der jungen Bevölkerung oder nicht nur bei denen, auch bei der älteren Bevölkerung. Also wir sprechen ja dann durchaus über das Thema Silver Surfer, ne, die auch gerne im Tablet dann sitzen und im Internet unterwegs sind. Ich kann das aus meinem persönlichen Umfeld. Also meine Mutter ist genau so, die sitzt mit dem Tablet da und guckt sich an, was ihre Enkel, also meine Kinder im Netz alles so treiben. Wie groß ist der Einfluss von Social Media, gerade eben auf dieses Thema Lebensstil, Lifestyle und Gesundheitsanbindung? Also und vielleicht sofort die Anschlussfrage. Das Thema Influencer hat ja dann in dem Zusammenhang, also Menschen, die etwas vormachen, auch eine hohe Bedeutung, ne? Also, ja, super spannende Frage. Ich finde, es kann in beide Richtungen gehen. Also, ich sehe sehr viel sehr Toxisches. Zum Beispiel, also der Klassiker, den man ja schon oft gehört hat, auch schon vor der Social Media Ära, dass eben gewisse Lebensstile und Körperbilder dargestellt werden, die für die meisten nicht zu erreichen sind, die auch nicht erreicht werden müssen. Aber man kriegt das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie 5 Wochen im Jahr lang Fotos aus Ibiza auf meiner Yacht poste, dann ist was falsch mit mir. Vielleicht noch Und gar wenn nicht ich meine nicht. Yacht ist, ne? Das kann ja auch noch sein. Genau, das sind ja wiederum Details. Oder wenn mein Foto geschoppter Körper nicht irgendwie 1000 Likes kriegt, dann ist auch irgendwas falsch mit mir. Das sehe ich durchaus als sehr gefährlich. Und ich kann mir also, oder es gibt auch, glaube ich, ganz gute Evidenz dafür, dass das ein Treiber von Depressionen sein kann, wahrscheinlich auch von Essstörungen und so weiter. Das muss ich jetzt auch nochmal nachschauen, wie da die wissenschaftliche Lage ist momentan. Aber vieles ist jedenfalls nicht gesund. Thema Influencer oder vielleicht noch kurz dazu. Ich benutze das ganz bewusst. Ich habe sehr viele Athleten in meinem Instagram-Feed, ganz bewusst, von denen ich aber auch weiß, dass die das gut machen, gut medizinisch begleitet sind und so weiter. Und wenn ich mal einen faulen Tag habe und ich bin da gerade drauf und sehe, was die jetzt für ein Workout heute gemacht haben, dann bin ich doch geneigt, nochmal die Laufschuhe anzuziehen. Und das hilft mir, also ich setze es sehr bewusst ein, aber weiß nicht, ob das meist viele so in der Form dann machen. Influencer, ich kenne momentan relativ viele, die sich so. Die waren vorher Lifestyle-Influencer und ich mache immer Fotos von mir im Bikini, im Hotel irgendwo, haben da viele Follower und jetzt wollen sie plötzlich eine Mission haben und sagen, ich mache jetzt was mit Gesundheit. Und dann werden dann halt nur noch esoterische Sachen die ganze Zeit verteilt, während sie Fotos posten von ihrem Thanksgiving-Essen unter Covid-Restriktionen. Und da denke ich mir dann so, okay, das ist jetzt vielleicht gut gemeint, aber in der Umsetzung jetzt doch nicht so zielführend. Und da müsste man auch mal überlegen, genau wie mit diesen ganzen Hate-Speech-Themen und sowas, sollte vielleicht für wissenschaftliche und medizinische Aussagen, die da manche tätigen, auch nochmal eine gewisse Prüfung stattfinden. Und sollte das Social Media nicht vielleicht auch stärker mit reingehen. Was ich sehr spannend finde, vielleicht noch abschließend, ist das Thema, was könnte man mit diesen ganzen Daten machen, die da generiert werden? Also man kann sicherlich auch, wobei das dann datenschutzrechtlich auch nochmal ein heißes Thema ist, muss man separat diskutieren, aber die Möglichkeit, potenzielle Depressionen oder frühe Dekompensationen von Psychosen, Schizophrenien oder sowas zu entdecken, aufgrund des Schreibverhaltens von Menschen, ist auch da und man könnte damit auch vielleicht besser erkennen, ob jemand gerade ein Problem entwickelt und da intervenieren, bevor sie sich dann öffentlich mit rufschädigenden Posts und sowas nochmal selbst schaden. Also Sie meinen im Verhalten der Posts auf Social Media, ne, dass man es da erkennt. Ja, Ne? genau. Okay. Ja. Ja, das sind natürlich super spannende Themen. Sie haben ja unterschiedliche Bereiche jetzt angesprochen in der Antwort, also beziehungsweise in der Aussage auch von sich selber. Ne? Also man kann sich auch positiv beeinflussen lassen in Richtung von den Menschen, die man dann sich auswählt. Man kann es aber auch genau in die andere Richtung bringen, indem ich mich immer negativ beeinflussen lasse oder so beeinflussen lasse, wie mir es gerade gefällt. Das ist ja für den einen ist das Negative positiv. Und das ist natürlich die Gefahr im Bereich Social Media, weil es sehr ausgewählt ist, weil es nur das ist, was ich wirklich hören und sehen will und weil ich ja auch über den Algorithmus immer nur das eingespielt bekomme, was ich immer wieder abfrage. Also von daher eine hohe Verantwortung sehe ich auch so gerade im medizinischen Kontext.
Aber eben auch eine, wenn man es jetzt mal wieder positiv sieht, eine gute Möglichkeit, vielleicht da einzusteigen und vielleicht einige Dinge in Richtung gesunder Lebensstil, auch über Persönlichkeiten, die da ja unterwegs sind und auch im medizinischen Umfeld unterwegs sind, zu steuern oder zu lenken, zumindest in die richtige Richtung. Ja, das sind wirklich tolle, spannende Themen und ich glaube, es gibt gerade für junge Menschen wie Sie, auch die in der Medizin unterwegs sind, noch ganz, ganz viele Dinge zu tun für die Zukunft und dass sie das erreichen können, was wir jetzt anfangs auch beim Einstieg gesagt haben. Nämlich, dass man viele, viele Menschen erreichen kann mit dem Thema der digitalen Technologien. Das auf jeden Fall. Ich würde gern zum Ende des Interviews, so langsam bewegen wir uns auf das Ende zu, mit Ihnen eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Das mache ich immer zum Alex. Schluss. Und zwar, wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie ist Ihre Einschätzung? Ein großer Trend geht zur Dezentralisierung. So der Spruch, der gerne genannt wird, ist, die Gesundheitsversorgung verlässt das Gebäude. Es war total sinnvoll, dass wir sehr zentralisiert waren, dass wir große Maximalversorger gebildet haben, weil in einer Zeit, in der es keine, die ganzen digitalen Lösungen nicht gab, die wir jetzt haben, muss man Menschen physisch zusammenbringen, damit sie gemeinsam komplexe Fälle behandeln können, die verschiedene Disziplinen brauchen. Man braucht es auch, um die Ausbildung zu ermöglichen und so weiter. Und viele Geräte sind so teuer und so groß, dass es schwierig ist, die überall zu platzieren. Da macht Zentralisierung Sinn. Aber wir sehen, dass diese Maximalversorger extrem ineffizient sind, oft, dass es Patienten Sicherheitsprobleme gibt, etc. Und dass es eben, wie eben auch schon gesagt hat, nur so eine Archipel-Lösung ist im Endeffekt. Und durch die Digitalisierung werden wir immer mehr Sensoren haben, die uns auch also eine Präintervention erlauben oder von einer reaktiven zu einer proaktiven Medizin hin den Wandel. Wir werden mehr Menschen in ihrer Häuslichkeit und ihrem Leben behandeln können durch kleinere Geräte. Selbst MRTs werden jetzt teilweise in kleinen Formen gebaut. Die sind noch lange nicht so gut wie die großen, aber man sieht erste Tendenzen. Und das ist nicht nur eine Frage von Bequemlichkeit, sondern inzwischen auch ein Patientensicherheitsthema geworden. Ich hatte jetzt in der ersten Covid-Welle Ärzte, zum Beispiel Kardiologen, die aktiv auf mich zukamen und sagten, ich kann es nicht verantworten, alle meine Patienten, die bei mir einen Herzkatheter bekommen haben, nochmal persönlich wieder einzubestellen und in dieses Wartezimmer zu setzen, weil wenn die Covid kriegen, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sie dran sterben. Ich will die virtuell erstmal sehen, bevor ich die einbestelle. Und das ist immer häufiger ein Thema. Und das, ehrlich gesagt, hatten wir vorher auch schon. Ne? Krankenhäuser sind immer gefährlich, was Infektionskrankheiten angeht. Nur da hat sich keiner so groß um geschert. Also Dezentralisierung ist, glaube ich, ein großes Thema. Und ich glaube, dass wir auch was die Therapien angeht, anders vorgehen werden. So momentan geben wir Medikamente, die wurden vorher gefertigt. Jetzt sehen wir mit zum Beispiel der CAR-T-Zelltherapie für Krebserkrankungen, dass das Medikament halt eher ein Service ist, eine sehr persönliche Anpassung einer Therapie. Und das ist einfach super komplex, das herzustellen. Ja, und ich glaube, was jetzt auch passiert, wir werden immer stärkere Frühwarnsysteme entwickeln, um sowas wie Covid schneller erkennen zu können. Und die werden gepaart werden mit besseren Reaktionssystemen. Also jetzt, was mit diesem mRNA-Impfstoff von BioNTech und so weiter passiert, ist, glaube ich, ein Symbol für viele Dinge, die jetzt passieren, dass man viel, viel schneller in der Lage sein wird, Interventionen zu entwickeln, weil wir da sehr viele Prozesse optimiert haben. Bisher hieß es immer, ein Impfstoff braucht 9 bis 12 Jahre. Jetzt haben wir es in 9 Monaten. Genau, ja, richtig. Okay, was bedeutet für Sie in dem Zusammenhang das Thema Gesundheit? Also für Sie persönlich? Es gibt ja so viele verschiedene Definitionen von Gesundheit und die meisten finde ich sehr wenig praktikabel, weil die halt sagen, das ist der ideale Zustand, Abwesenheit von allem Schlechten. Für mich bedeutet Gesundheit, dass Menschen glücklich den Dingen nachgehen können, die ihnen persönlich wichtig sind. Und das ist was sehr Individuelles und das auch wirklich besser zu verstehen, was bedeutet das für die einzelnen Patienten oder auch für jemanden will, das kann sich auch ändern über die Zeit. Das ändert, glaube ich, so ein bisschen, wie wir an die Dinge rangehen. Und das macht diesen One-Size-Fits-All-Ansatz, den wir oft haben, ein bisschen obsolet. Und ich glaube, dass das persönliche Medizin, wie es ja immer so heißt, nicht nur bedeutet, dass man individualisiert Dosen gibt und Medikamente optimiert, sondern dass man immer stärker auch versteht, was erzeugt den meisten Mehrwert für irgendeinen Menschen. Kann es auch konkret machen, wenn wir noch die Zeit haben. Es gab in Oxford einen berühmten Fall von einer Frau, die Knieprobleme hatte, also starke Schmerzen und in England ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass man operiert wird. Sie ist dann zu einem Orthopäden gegangen und hat den so auf den eingesprochen, dass er
dann am Ende gesagt hat, ja, wir können Sie operieren, das ist gar kein Problem. Und dann geht sie raus und während sie die Tür zumacht, sagt sie, ach, endlich kann ich wieder im Garten arbeiten. Und der Orthopäde hört das, das hätten jetzt viele Kollegen, die ich kenne, jetzt nicht gemacht, und bittet sie nochmal rein zu einem weiteren Gespräch und sagt, Sie haben mir eben gar nichts von Ihrer Gartenarbeit erzählt, aber ich würde da gerne mit Ihnen drüber sprechen, weil ich kann Sie operieren, wir können Ihnen da eine TAP reinmachen und sonst was, aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie das Knie nochmal so beugen können wie vorher. Schmerzfrei, das kriegen wir hin. Nur wenn Ihnen die Gartenarbeit so wichtig ist, weiß ich nicht, ob das das ist, was Sie wollen. Alternativ können wir Physiotherapie machen, alternativ können Sie sich ein Hochbeet anlegen, etc. Es sind ja alle möglichen Dinge durchgegangen, an die ein normaler Orthopäde vielleicht jetzt, um jetzt meinen Kollegen zu nahe zu treten, aber, oder die wenigsten Menschen so die Kreativität dann entwickeln. Sie hat sich dann nicht operieren lassen und hat dann im Jahr drauf an der Gardening Competition teilgenommen und war absolut glücklich. Ja, und manchmal ist es eben auch, was nicht zu tun oder was Unerwartetes zu tun, ist das, was die beste Intervention ist, auch aus meiner Sicht. Ja, tolles Beispiel. Gibt es eine Eigenschaft, die aus Ihrer Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmerin oder als Unternehmer haben sollte? Ja. Also ich glaube, wir sind überhaupt nicht unternehmerisch ausgebildet. Es gibt die offensichtlichen Dinge, die man lernen sollte. Da gehört Finanzwesen dazu, da gehört ganz wichtig Personalführung dazu. Und das englische Wort Leadership finde ich da ein bisschen besser, weil es geht auch darum, dass man sich selbst im Griff hat und selbst führt. Das fehlt komplett aus meiner Sicht. Ich habe in Cambridge eine Ausbildung gemacht, in so einem Diplom in Unternehmertum. Und die sagten uns, ja, es gibt ganz viele Dinge, die ihr lernen müsst. Die bringen wir euch auch gerne bei. Dafür seid ihr ja hier, da haben wir ein Jahr Zeit. Aber wir sind auch da, um euch zu sagen, dass das Wichtigste, was ihr herausfinden müsst, ist, was ihr verlernen müsst. Denn nach aller Wahrscheinlichkeit habt ihr sehr viele Verhaltensweisen gelernt, die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt steigt, die euch daran hindern, dahin zu kommen, wo ihr hin wollt. Das Problem hierbei ist, dafür gibt es kein Curriculum. Das können wir euch jetzt auch nicht vorkauen. Das müsst ihr selbst herausfinden. Und das ist nach wie vor eine Reise. Also ständig dieses sich selbst hinterfragen, auch zu überlegen, nicht immer nur, was muss ich noch lernen, sondern auch, was muss ich verlernen, ist glaube ich, wenn man das bewusst in den Alltag mitnimmt, super hilfreich. Ja, würde ich auch, fällt mir sofort der Satz ein, dass es ein lebenslanges Lernen ist, ne? Wenn man das eine verlernt, das neue wieder zu lernen. Genau. Kann ich noch nicht, aber stimmt, ja. Ja, genau. Gibt es ein Buch oder einen Film, was Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Also ich sehe im Hintergrund ja das ein oder andere Buch, also. Oh ja. Für alle, die jetzt nicht sehen können, eine sehr große Bücherwand im Hintergrund. es gibt ein Buch, aber es ist dann doch mehr der Autor, der mich dahinter begeistert. Abraham Verghese ist ein Internist aus Stanford, der Bestseller-Autor ist. Ich habe auch hier eines seiner Bücher hier stehen. Und ich war den mal besuchen in einem Kurs in Stanford. Er hat auch einen schönen TED-Talk, A Doctor's Touch heißt er. Er hat auch nochmal gesagt, so, worum geht es eigentlich bei dem Ganzen? Das war so ein Kurs, der ging 6 Tage, da kamen Lieder aus der ganzen Welt. Und der hat es wirklich geschafft, dass die meisten irgendwann Tränen in den Augen hatten und dass das auch total okay war in dieser Runde. Obwohl das alles gestandene Geschäftsleute, Ärztinnen und Ärzte waren und so weiter. Und er hat immer wieder so die Wichtigkeit der persönlichen Begegnung zwischen Menschen und der persönlichen Geschichte auch nochmal betont. Und er sagte eben auch, die körperliche Untersuchung ist nicht nur ein Befunderhebungstool, sondern ist auch ein wichtiges Ritual. Und er sagt, wir Menschen brauchen Rituale, weil sie für uns Wandel einläuten, zwischen gesund und krank, krank und gesund zum Beispiel. Und genau, selbst schreibt er sehr viel. Er hat auch dann irgendwann gesagt, es ist wichtig, dass ihr Dinge lest, die nicht nur Medizin sind, nicht nur fachlich sind, weil euch das ein ganz anderes Reichtum nochmal gibt, als Menschen auch. Ja. Wenn wir wieder bei dem Thema lebenslanges Lernen, geht immer weiter, holt uns mal wieder ein. Oh, ja. Und die letzte Frage, die ich an Sie richten würde, ist, gibt es jemanden, mit dem Sie gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen würden? Das darf sein, wer will. Jemand sehr Prominentes, jemand sehr Persönliches. Oh Gott. Mein geheimes Versprechen an mich selbst ist, ich will das Gesundheitssystem wieder so gut machen, dass ich selbst nochmal Lust hätte, in die Patientenversorgung zu gehen. Das ist ein hehres Ziel. Ich würde es wahrscheinlich mit Eric Topol machen. Das ist ein Kardiologe auch aus den USA, der Bücher geschrieben hat, wie Der Patient wird Sie gleich sehen. Und sehr wissenschaftlich an das ganze Thema Digitalisierung rangeht, auch das britische NHS vor kurzem beraten hat, ziemlich prominent ist. Und mit dem würde ich das gerne machen, weil ich glaube, ich mit ihm die
Arztpraxis der Zukunft wirklich entwickeln könnte. Okay, dann freue ich mich schon auf diese neue Gemeinschaft, die wir dann irgendwann sehen Ich werden, wenn schreibe ihm Sie. gleich. Ja, genau. Da kann er sich schon mal darauf vorbereiten. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen erst dann zurück, wenn Sie das Gesundheitssystem so aufbereitet haben, dass es sich für Sie wieder gut anfühlt. Ja, Hermann, vielen, vielen Dank für das tolle, sehr, sehr lehrreiche, lockere Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich Vielen selber Dank. habe auch wieder sehr viel gelernt heute. Das ist mir auch immer wichtig. Vielen Leuten sage ich immer, wenn sie mich fragen, warum machst du das überhaupt, dann sage ich, ich mache das für mich eigentlich, weil ich immer so viel dazulerne und ganz interessante neue Menschen kennenlerne. Das hat sich heute wieder bestätigt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Danke auch. für das tolle Interview. Alles Gute für die Unternehmung und ich glaube, Sie können mit dem, was Sie da machen, wirklich noch vielen weiterhelfen. Vielen Dank. Für Danke. alle die heute mit dabei waren, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Denkt immer dran, bewertet uns iTunes, YouTube, wo immer ihr uns seht oder hört und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, also erstmal tausend Dank für die Gelegenheit. Ich finde es immer gut, in dem Austausch zu bleiben, auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und freue mich auch über kritische Anmerkungen oder Gedanken dazu. Wir brauchen den Austausch und wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte, die aktiv da mitmachen und nicht nur Zuschauer sind dessen, was hier gerade passiert. Weil es braucht einfach auch diesen ärztlichen Blick und das ärztliche Denken. Alles klar. Vielen Dank. Danke Ihnen, schöne Woche. Tschüss. Tschüss.